Mein Name ist Christian Klink. Ich leite die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses in Speyer. Unsere Klinik deckt das gesamte Spektrum der Viszeralchirurgie ab, mit einem besonderen Schwerpunkt im Bereich der onkologischen Chirurgie. Als Ausbildungsklinik mit voller Weiterbildungszeit absolvieren zurzeit 14 Assistenten ihre Facharztausbildung in unserer Klinik. Als Student haben Sie die Möglichkeit, einerseits größere Operationen wie zum Beispiel Pankreas- oder Ösophagusresektionen zu assistieren, andererseits bei kleineren Operationen wie zum Beispiel Appendektomien oder Hernienoperationen selbst Teilschritte unter Anleitung durchzuführen. Zweimal täglich trifft sich unser gesamtes Team zur Indikationsbesprechung. In diesem Rahmen lernen Sie sich mit Schnittbildgebungen auseinanderzusetzen und daraus Therapiestrategien zu entwickeln. Auf Station werden Sie in die täglichen Visiten eingebunden. Als Schwerpunktkrankenhaus besteht weiterhin die Möglichkeit, in der interdisziplinären Notaufnahme die Versorgung chirurgischer Notfälle kennenzulernen. Einmal wöchentlich können Sie an unserer Tumorkonferenz teilnehmen. Hier werden von Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen multimodale Therapiekonzepte individuell für jeden Patienten festgelegt. Unser onkologisches Zentrum ist das älteste von der DKG zertifizierte Zentrum in Rheinland-Pfalz. Dementsprechend ist die Infrastruktur des Hauses auf die Versorgung onkologischer Patienten ausgerichtet. Als Studentin in der Allgemein- und Viszeralchirurgie habe ich hier angefangen, weil man von ganz kleinen Eingriffen wie Abszesseröffnung bis hin zu komplexen onkologischen Operationen eigentlich alles sehen und mit an den Operationen teilnehmen kann. Und das Team ist total nett und ich habe extrem viel Spaß, hier zu sein. Wir würden uns freuen, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen.